Rafael Köhren 5:3 Heimniederlage gegen den JC Olten. Wenn man das Spiel anschaut, sehr eine bittere und unnötige Niederlage. Ja, das sehe ich genau gleich. Ich habe das Gefühl, dass der Drittel lang sehr ebenwürdig war, wenn jetzt sogar besser. Sie waren zu wenig konsequent vor dem Goal gewesen. Und dann im letzten Drittel haben wir zu viele Strafen. Meiner Meinung nach ein bisschen leicht gepfiffene Strafen, aber es ist so, wie es ist. Und, ja, am Schluss verlieren 5:3 mit einem Goal ins leere Goal. Und am Sonntag geht es weiter. Ihr habt es angesprochen, die Strafe am Schluss. Wollt ihr noch schnell auf die Strafe 8 Minuten vor Schluss gegen Lukas Haas wegen Goalbehinderung eingehen? Ihr seid relativ nah am Geschehen gewesen. Von der Tribüne hat es uns gesehen, als ob es nicht nur sehr ein Härte, sondern eigentlich keine Strafe war. Ich habe es eigentlich genau gleich gesehen. Aber es ist, wie es ist. Sie haben es gepfiffen. Klotas war konsequent. Und, wir haben nachher den Powerplay gehabt, man kann nur ein Goal. Und, das verliert der Match mit einem Goal, es ist wie es ist. Nächstes Mal geht es weiter. Ich habe jetzt angesprochen, in 48 Stunden geht es weiter. Ich verstehe, wenn ich sage, mit ein bisschen mehr Wettkampfglück gewinnen wir den Match in Olten. Absolut, wir müssen nicht genau gleich drin gehen, wieder Vollgas geben. Und, ich habe das Gefühl, wenn ich einen guten Match gezeigt hätte, genauso weiter und dann putzen wir am Sonntag. Super, merci vielmals an Olten.